Leute, da sind wir auch schon wieder. Einen wunderschönen guten Abend. Beim Let's Play. Genau, das auch. Wir haben gerade eben einen Anruf bekommen, als ich gerade losmachen wollte. Deswegen ist er schon aufgeploppt und ihr hört das Klingeln nicht. Egal. Egal. Guten Abend, Silver. Achso, ich bin Annette. Hier ist Annette. Ich muss mich an andere Sprache stellen. Du bist nicht Annette, du bist der Bloody Fox. Ich bin der Morphos. Ja, das wissen wir doch nun mittlerweile schon. Ich bin Annette. Warst du noch auf? Ich habe mein Nidoran weiblich verkleidet. Es sieht noch süßer aus als vorher. Stell dir vor, was passiert ist. Ich habe es schon fast wieder nicht geschafft, einen Knopfenser zu fangen. Ich habe es fast schon fast wieder nicht. War da nicht gerade ein Fast? Was? Keine Ahnung. Vielleicht bin ich einfach zu schlecht. Bye, bye. Klick, düt, düt. Und da ruft die mich mitten in der Nacht und schon jetzt an. Jetzt fragt man sich, ob es wirklich eine gute Idee war bei solchem Gesprächsstoff. Und die Fleckmanns stehen überall. Bei das solchem ist so süß. Da war es wirklich in die Frage, ob es lohnt, bei solchem Gesocks die so Telefone niedlich, zu gehen. Diese siehst du doch eigentlich gut. Ich kann jetzt auch weiter rüberschieben. Ich sehe hervorragend. Dankeschön, dankeschön. Okay. Gehen wir in die Arren. Wir gehen gleich in die Arren. Da müssen wir aber erstmal nochmal, auch wenn ich hier gerne was anderes trainieren würde, aber das lohnt sich nicht. Fleckmann könnte ich eigentlich abgeben, stört aber jetzt gerade nicht. Wir sammeln den Insektorden, wenn ich mich nicht täusche. Genau. Wer wartet denn da drin auf uns? Wie heißt sie denn? Ist ein R. Kai. 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 Da gibt es noch eine sehr lustige Geschichte, die ich dir erzählen muss, die von dem Herrn Wardrak kommt. Darfst du gern. Und zwar erzähle ich dir die nachher offline. Muss nicht jeder wissen. Ja, wir kämpfen gegen die Zwillinge, aber es gibt noch keine Doppelkämpfe. Das heißt, wir haben ein Ladybar, auch ein sehr niedliches Pokémon. Wobei ich da die späteren Models mag, mehr mag von Ladybar. Die späteren Sprites und auch das 3D-Model sieht nicht schlecht aus. Sehr herzlos von dir, die Feuerattacke wirklich gegen dieses Käfer-Pokémon einzusetzen. Ich hätte das auch locker umtackeln können, aber ja, du musst den Marienkäfer natürlich. Weberak ist auch cool. Weberak ist wirklich gut. Wie ist die Weiterentwicklung von Regal? Ariados. Genau. Aber ich finde Ledia noch cooler als Ariados irgendwie. Auch wenn ich glaube, Ariados ist etwas stärker durch seinen Gift-Typ. Aber ein Gift-Pokémon bekommen wir ja noch in das Team, sobald wir einen Freundschaftsball haben. Ja, Zwillinge Eva und Ute sind besiegt. Wer nennt sein Kind auch Ute? Ich finde, man sollte, wenn man zweieilige Zwillinge hat, sollte man seine Tochter Ute und seinen Sohn Russ nennen. Ute Russ? Oh. Käfer-Pokémon sind cool und tough. Und ich beweise es dir. Was tust du denn hier auf dem Tisch? Du hast gekleckert. Ja. Käfersammler Jörg möchte kämpfen. Ich habe übrigens in der letzten Folge eine kleine Botschaft für Scan versteckt, falls er sich das bis dahin angeguckt hat, als du nicht da warst. Okay. Und mal sehen. Wir werden sehen. Wir produzieren das hier alles im Voraus. Also jetzt die schon einige Folgen. Wir sind jetzt immer noch in der gleichen Aufnahmesession, wie die erste Folge ist. Und das Ganze wird erst in ein paar Wochen starten. Aber wir hatten heute gerade Zeit und das Wetter war schön, deswegen sind wir nicht rausgegangen. Wir haben schön gekocht. Es war sehr schön. So, auf der anderen Seite den Trainer auch gleich noch, oder? Natürlich. Gibt es keinen Trainer? Doch, wo gibt es den da? Genau. Die Genug für alle. Und man merkt, es ist die. Also, Mann, du bist stark. Aber meine ausgewachsenen Pokémon sind auch sehr stark. Bisher kam noch keine Attacke von euch durch, aber egal. man merkt, eine wirkliche Sache, die später echt schön ist, sind die Turbo-Treter. Die fehlen hier echt so ein bisschen. Die Turbo-Treter? Was die Turbo-Treter. Wenn du B gedrückt hältst, läufst du schneller. Hat man hier kein Fahrrad? Später, aber das kannst du Indoor noch nicht verwenden. Die Turbo-Treter sind Schuhe, die immer da sind. Du kannst immer schneller laufen. Ich glaube auch in Häusern, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall sind die Turbo-Treter cool. Und ich zeige dir nachher mal, ich habe noch die Hard Gold da, wie das im Remake aussieht. Muss ich noch meine Edition mal rausgreifen. Käfer-Pokémon entwickeln sich sehr früh. Das heißt, dass sie auch sehr schnell stärker werden. Also, für die Verhältnisse von Käfer-Pokémon natürlich. Selbstverständlich. Selbstverfreilich. Axel Höhle. Hornli.
Und du glutest natürlich weg, was weggeglutet werden kann. Man muss gluten, was man gluten muss. Ja, ich lasse von den Pokémon nicht mal mehr Glut übrig, sondern nur noch Asche. Wie hoch geht die Wette, dass er da noch ein Kokuna hat? Ich wette dagegen. Es ist nicht verstorben, aber es brennt. Wenn es Glück hat, dann stirbt. Wow, that damage. Zweimal getroffen. Wow. Und glatte 2 KP und bam. Na, sei mal nicht so. Ich hätte jetzt noch eine Rauchwolke schmeißen können. Die sich durch die Verbrennung. Und hätte vielleicht nicht mal mehr noch ein Damage machen können. Ungeliebt und unbeweint. So, Spezialangriff ist das ziemlich gut und auch die Initiative ist nicht schlecht. Was genau bedeutet das eigentlich mit der Spezialverteidigung und dem Spezialangriff? Attacken, die nicht physisch sind, wie zum Beispiel in der zweiten Generation, das ist, glaube ich, noch relativ random, aber zum Beispiel Glut ist eine spezielle Attacke. Ja, weil sie viel Feuer ist. Genau. Und da brauchst du den Spezialangriff dafür. Und für Tackle brauchst du den Angriffswert. Der wird halt dazugerechnet, also es gibt die Basisstärke, dann wird das dazugerechnet mit Angriff und dem seiner Verteidigung wird dann gegengerechnet und dann... Und die Verteidigung ist gegen jegwilligen Sonderschaden. Nee, die Verteidigung ist gegen physischen Schaden und die Spezialverteidigung gegen speziellen Schaden. Genau, ja. So. Wir haben Kai, ich zitiere. Wir haben Kai, ne Ahnung, worauf wir uns hier einlassen. Na, aber locker. Ich bin Kai, ich verliere nie, wenn es um Käfer-Pokémon geht. Es geht aber nicht um Käfer-Pokémon, es geht um Feuer-Pokémon. Verdammt! Meine Forschungen machen mich zu einer Autorität auf diesem Gebiet. Haha, lass mich demonstrieren, was ich gelernt habe. Du ja, Sack. Sein Scyther can't learn fly. Oder Scyther? Scyther, Scyther. Leiter Kai. Ich glaube, es heißt Scyther. Heißt es Scyther oder Scyther? Ich weiß es nicht. Du meinst Sichlor? Genau. Ich würde Scyther sagen, ich weiß nicht. Ich auch, aber es gibt ja dieses Wortspiel Rock, Paper, Scyther. Ah. Oder Scyther. Wir können ja unsere Zuhörer mal fragen, ja. ob sie vielleicht sogar, wenn es Linguistikstudenten unter euch gibt. Nein, bitte nicht. Die phonologische Transkription von der englischen Sichlor-Aussprache, bitte in die Kommentarsektion zu schreiben. Ich möchte, dass du bitte in deinem Studiengang Werbung für dieses Let's Play machst, damit genau das passieren wird. Okay, ist in Ordnung. Also es wäre schon ziemlich episch, wenn ich dann mal so durch Golm laufe und mich Leute wiedererkennen. Hey, du bist doch der Doofe mit dem Morphus. Du bist doch der mit diesem wunderbar coolen Sprachwissen. Okay, so, 2 Angriffe für sich ever gegen what? Sich, Lorn. Ever what? Damit hat sich das dann erledigt. Wir kriegen saftig EP, was uns wieder ein Level aufsteigen lässt. Wir haben vorher schon Saftkorn-EP bekommen. Saftkorn-EP. Saftkorn. Ja, aber natürlich. Ruckzuckhieb. Na, da können wir doch mal gepflegt auf Rauchwolke. Flame oder kann nicht mehr als 4 Attacken erlernen. Soll eine andere Attacke zugunsten von Ruckzuckhieb vergessen werden? Ja. Na, aber sicher das. Na, welche denn? Silberblick. Wir sparen uns sogar noch die Rauchwolke auf, denn den Silberblick, denke ich, werden wir seltener verwenden. Was senkt der Silberblick? Der Silberblick, die Verteidigung. Oh. Kokuna, das war ja so klar. Es hatte schon einen Saftkon. Sehr smart. Wir gluten. Smarting. Woher wusste der das? Ne, ich hatte das in die Gruppe geschrieben. Achso, okay. Aber ich glaube, er wäre selber drauf gekommen. Kai. Ha. Du bist von Beruf Kai, ne? Der hat doch Kai. Ne Ahnung. Meine Forschungen, die sind noch nicht abgeschlossen. Okay, du gewinnst. Hing in diesen Orden. Silber erhält 1600 Pokédollar und schickt seiner Mutter einen kleinen Scheck, damit sie sich Armbrot kaufen kann. Sehr schön. So. Insektorden. Und da ist er auch da, der Insektenorden. Kennst du die Vorzüge des Insektordens? Ich sag's dir, durch dir gehorchende Pokémon bist du Level 30. Deine Pokémon können Zerschneider nur noch außerhalb des Kampfes einsetzen. Bitte nimm auch dies. TM 49. Ist Zornklinge. Zornklinge. Ich weiß es nicht. Zornklinge! Bam! Mann, Mann, Mann. Wird das Ziel getroffen, gewinnt die Attacke jede Runde an Stärke. Je länger der Kampf dauert, desto besser wird der Angriff. Ist das nicht toll? Ich selbst habe diese Entdeckung gemacht. Toll.
Dankeschön. Du bist so ein Kai. Du bist von Beruf... Das sind ja so gebellt. Ich muss es nochmal sagen, du bist von Beruf Kai. Ja, wir benötigen deine Pokémon. Okay. Bam, 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 badadam. Wir werden nachher auch... Irgendwie habe ich lauter Lieblings-Pokémon. Wir werden nachher auch gleich noch eines meiner Favorites entdecken. Aber erstmal... Jetzt kommt erstmal unser Digger. Sag mir etwas. Ist es wahr, dass Team Rocket zurückgekehrt ist? Was? Du hast sie geschlagen? Hör auf zu lügen. Du machst keine Witze? Dann lass uns sehen, wie gut du bist. Tu mir einen Gefallen. Jetzt hör auf zu lügen. Okay. Und wir sehen... Gold möchte kämpfen und ich muss euch eine kleine Beichte gestehen, die ich gerade rausgefunden habe zwischen der Aufnahme. Es ist Schmach, aber... Genau, ich habe natürlich totalen Bullshit gelabert, weil das wäre Silber und ich wäre Gold, aber ja. Wir haben somit die sympathietragenden Elemente, die eigentlich in unserer Verantwortung liegen, hier vertauscht. Ich bin total kriminell und der ist halt der Nette. Deswegen werden wir jetzt auch verlieren müssen. Genau, weil Gold muss ja siegen. Nebulak in den Kampf. Das Alpha-Team in die Südstadt, das Gold-Team in die Nordstadt. Noch irgendwelche Fragen? Gold-Team vor! Sehr schön. Na aber? Spezial gegen Geist. Dürfte sich eigentlich ganz gut machen. Wo der Typ Nebulak her hat, würde mich eigentlich mal interessieren. Hat er geklaut. Das sah aus wie eine Rolle Klebeband. Das war Schlecker. Ich verstehe gar nicht, warum. Man merkt, dass das Spiel ziemlich alt ist, weil Schlecker gibt es ja nicht mehr. Gibt es ja heute gar nicht mehr, das stimmt, ja. Es wäre so geil, wenn Pokémon Deutschland das aus dem Attackenpool rausnehmen würde. Ja, das wäre wirklich gut. Oder es irgendwie Rossmann nennen würde oder so. So, er schickt Tyrakrok, ist natürlich klar. Auch seins. Das sieht so ein bisschen aus wie so ein Hinterwäldler-Dinosaurier. Genau, und das ist genau das, was ich meine. Wenn mich nicht alles täuscht, entwickelt sich Tyrakrok nämlich erst auf Level 18. Also Kanimani erst auf Level 18 zu Tyrakrok und wir haben einen Level 16 Tyrakrok. Was stimmt hier nicht? Keine Ahnung. Sehr gut. Schlau. Sehr gut. Einfach Button smashen beim Reden. I don't wanted to do this. Zack, Aquaknarre, super gesund für unseren. Naja, viel Schaden Flammes. Macht er jetzt nicht. Ach, mach's einen Ruckzuck-Hieb, ist alles Schniede. Oder ich hau einen Knopfenser rein. Oh, weil Knopfenser kann Erfahrungspunkte gebrauchen. Ja, das. Und wird dadurch gewässert. Auch. Verstehen Sie? Crit? Wir benutzen einfach ein Pflanzen-Pokémon. Verstehen Sie? Gegen Tyrakrok. Ja. Ja, tut mir leid. Bastio, gell? Bastio, gell? Warum ist Knopfenser eigentlich so übermäßig? Na, weil du jetzt erstmal langsam den Supertrank wirst. Hab ich noch einen Supertrank? Ja, den hast du gefunden, mein guter Freund. Oh, sehr schön. Nack. Dabei sind unsere Angriffe schon stärker durch die... Durch den Step. Sunderwart. Natürlich krittet er mich fast weg. Gut, das war sein Tod. Und unser Level Up. Durch die gesplitteten EP. Verflucht. Gold schickt Zubat in den Kampf. Naja gut, aber gegen Zubat haben wir zwar keinen Schnitt, aber wir haben Schlafpuder gelernt. Es sei denn, es kaut uns... Ah, wir sind ausgewichen. Das Flinch hat dafür gesorgt, dass wir... Zurückgeschreckt, heißt es später. Ist das... Wäre doch ein Witz, wenn wir das nicht schüfen. Nee, dann wird die Attacke... Jetzt wollte ich beinahe das Ei einsetzen. Ei, ja. Los, Ei! Ich werfe ihm das Ei auf den Kopf und dann ist das in Ordnung. Los, Flame. Zubat, ich bin Ben-Biss und ich habe mich immer gefragt, was hat Ben damit zu tun? Und wer ist dieser Ben? Anke Benz? Wir sind verwirrt zum ersten Mal in diesem Spiel. Ach, diese nicht durch diese Fragezeichen, sondern durch diese niedlichen kleinen Piepmätzchen. Ich wette mit dir um eine Limo, dass es sich selbst... Ah, okay. Okay, damit kriege ich eine Limo. Ja. Der Witz ist, dass die Limo schon bei mir steht und mir gehört. Naja, du hast nur noch einen kleinen Rest, dann muss ich gleich den neuen Krümeltee. Das ist ja kein Limo.
Achso, ja. Was darf ich dir bringen? Was heißt bringen? Du hast eine Limo verloren und bringst mir meine Limo? Ja, genau. Was bist denn du für ein Lauch? Bist du deinen Arsch nicht? Okay. Ich hasse Schwäche. Ja, du. Deswegen hasse ich mich selber. Pokémon-Trainer, es macht keinen Unterschied, wer oder was. Ich werde stark sein und das Schwache auslöschen. Ist schon ein leicht diktatorisch... Nein, überhaupt nicht. Es geht auch für Team Rocket. Nur gemeinsam sind sie stark. Aber triffst du auf einen allein, ist der schwach. Ich hasse sie. Geh mir aus dem Weg. Ein Schwächling wie du ist nicht mehr als eine Ablenkung. Geh mir aus dem Weg, sagt der Typ, der uns aufgehalten hat, der über uns langlaufen hätte können, einfach weitergehen. So frei nach dem Motto, gehen Sie weiter, hier gibt es nichts zu sehen. Ich überlege gerade, ob ich anstatt einen Knofensa zu behalten, mir einen Paras fange und mir einen Parasek mache. Parasek sind auch nett. Nett. Du magst keine Käfer. Nicht alle. Smetbo ist wirklich cool. Aber Smetbo ist ein Schmetterling und kein Käfer. Ja, und dann mag ich keine Käfer. Magst du keine kleinen Krabbelkäfer? Nein. Wieso gibt es eigentlich... Na doch, gibt es, verdammt. Was? Es gibt ja auch noch einen coolen Käfer in der Edition. Einen coolen Käfer? Welchen coolen Käfer soll es dann, welcher soll es denn sein? Wie heißt er denn? Onyx bleibt jetzt auch hier. Wie heißt denn das? Ich müsste es eigentlich wissen. Ich habe es gestern erst gesehen. So. Wir haben uns geheilt und... Weiter geht's. Wir sichern weiter Runde, geht's? Oder? Weiter geht's? Wir haben lange nicht gesichert. Sicher doch mal wieder. Es sind ich sichere immer zwischen den Spielen. Zwischen den Aufnahmen. Ah ja, okay. Dann ist ja gut. Weil ich dann nichts nachspielen muss, weißt du? Ich ja nur ein Safe-State hier nutze. Womit kann ich die kaufen? Holzkohle. Die können wir gut gebrauchen. Die ist zwar teuer, aber könnte unserem... Ja, die kaufen wir jetzt trotzdem nicht. Igelaver. Supertrank. Warte, hier. Wir kaufen mal 10 Supertränke statt einmal Holzkohle. Pokebälle haben wir auch nicht mehr viele. Das hätten wir unserer Mutter nicht mal so viel Geld geschickt, können wir uns jetzt mal noch Holzkohle holen. Ja, oder aber... Hey, Blumenbrief. Wozu gab es diese Briefe eigentlich? Diese Briefe gab es, um über Linkkabel Briefe zu verschicken. Das war voll cool. Du hattest keine Kindheit, oder? Oder eine einsame, alleine Kindheit? Ich hatte eine Kindheit, aber sie war geprägt von Monkey Island, Simon the Sorcerer und... Oh, Jump'n'Run! Oh, hi Silver. Hart am Arbeiten? Oh, du bist in Azalea City. Ist dort nicht Fleckmon-Brunnen? Wie wär's mal mit einem... Artikel? Genau. In der Zeitung. Hast du schon nachgesehen? Nebenbei, du hast 2205 gespart. Willst du weitersparen? Ja. Yeah. Okay, ich werde den Geld sparen. Bla, 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 bla. Wir machen voll das große Money und Mama kriegt nichts. Ja, Mama gibt wieder unser... Saudi Arabi Money Rich. Waren wir da aber auch schon drin? Ja. Nee, da kommen wir später nochmal hin. Holzkohleofen. Da kommen wir gleich nachher nochmal hin. Wir wollen nicht zu viel vorausnehmen. Wo geht es denn hier hin? Vorsicht, verlauf dich nicht. Der Steineichenwald ist groß. Und die Oma sagt dazu? Der Wald wird von seinem Schutzpatron bewacht. Mach keine Dummheiten. Ja, und jetzt ratet mal, wer dieser Schutzpatron des Steineichenwaldes ist. Zerstöre Schutzpatron. Weißt du, wer es ist? Wer war das? Expecto Patronum. Cell B. Das konnte man dann fangen später irgendwie, ne? Hier nicht. Celebi selber war in der Kristall, in der japanischen Version. Wolltest du nicht ein Paras fangen? Ich habe überlegt, ob ich mir ein Paras fange. Ja, wir sollten auch die anderen mal aufrechterhalten. Tausche mal das Filino nach oben. Ja, ich will mal gucken, habe ich da irgendwas Nützliches? Soll ich vielleicht... Ich habe noch bestimmt nichts Nützliches, nur Zaunklänge und... Lehmschelle, kann ich das? Lehmschelle kann auf jeden Fall das Igelava. Igelava kann auch Zaunklinge erlernen. Der wollte gar nicht kämpfen. Nein, der will, was ich ihm gleich sage, das ist das verschollene Pokémon. Welches verschollene Pokémon? Das hätte er uns jetzt gesagt, wenn er es gesagt hat. Ah, Porenta. Quack. Porenta, auch eines meiner... das muss man zu ihm jagen, oder? Favorites. Porenta, Quack. Falsche Richtung. Sicher? Nee. Porenta, Quark. Das ist später auch leicht.
Ach, Annette, jetzt nicht. Ich hab dir gesagt, lösch die. Guten Abend, Stalker. Es ist auch lustig, wenn ich die aus meiner Liste lösche, kann sie mich nicht mehr anrufen. So ist das. So ist das. Die kommt nicht, die wird nicht gelöscht, die kommt sofort auf die Bannliste. Hier ist Annette. Warst du noch auf? Nein, ich hab geschlafen. Ich habe mein Nidoran weiblich verkleidet. Sieht noch süßer aus als vorher. Stell dir vor, was passiert ist. Ich habe es schon wieder nicht geschafft, einen Retter anzufangen. Rotz. Vielleicht bin ich einfach zu schlecht. Oh Gott, oh Gott. Bye, bye. Und mit diesen Worten und einem weinenden Morphus sagen auch wir Bye, bye und bis zum nächsten Mal. Macht's gut.